Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute möchte ich dir einen Airdrop vorstellen. Viel Spaß beim Schauen. Die meisten werden mit dem Begriff Airdrop bereits was anfangen können und wahrscheinlich haben auch schon die ein oder anderen bereits bei einem Airdrop teilgenommen. Für alle anderen, die noch nicht wissen, was das Ganze ist, einmal eine kurze Zusammenfassung, damit wir dann gemeinsam in das Projekt hineinstarten können. Kurz zusammengefasst ist der Airdrop eine Möglichkeit, eine Kryptowährung, die bald online geht, also vor Marktstart, kostenlos zu erhalten. So viel also mal vorneweg gesagt. Ich hoffe, du verstehst das Ganze. Dementsprechend siehst du auch hier diese Fallschirme und die Krypto Währungen dran, denn die fallen im Endeffekt vom Himmel und du bekommst sie als Geschenk ein. Jetzt stell dir mal vor, du kennst ein Unternehmen, was hohe fünfstellige Beträge pro Jahr an Gewinn einfährt und du denkst dir, da wäre ich gern beteiligt. Im Normalfall gehst du zu deiner Bank, kaufst dir ein paar Aktien und hoffst dann auf deine jährliche Rendite, damit du von den Gewinnen was abhaben kannst. Hier in diesem Fall ist es ein wenig anders. Du bekommst mit dem Airdrop die kostenlose Kryptowährung, die du dann staken kannst und bekommst dann im besten Fall die Dividende. Bevor wir jetzt aber zu diesem Projekt kommen, möchte ich einmal ganz kurz ein längeres Disclaimer loswerden. Mir ist es wichtig, dass du dir das anschaust und auch anhörst, damit hier wirklich jeder auf der sicheren Seite ist und wir alles Unnötige vorbeugen können. Natürlich, das Standardgeplänkel des Ganzen ist weder eine Anlageberatung, noch eine Anmeldeberatung, noch sonst irgendwas. Du musst hier immer noch selber entscheiden, ob du irgendwo investieren möchtest, dich irgendwo anmelden möchtest, daran teilnehmen möchtest und so weiter und so fort. Und auch wenn das Ganze nichts mit Glücksspiel zu tun hat und ich werde dir auch gleich nochmal erklären, warum nicht, möchte ich dich ganz kurz auf diese Seite aufmerksam machen. Und zwar ist es die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Geht es hier um die Telefonberatung zur Glücksspielsucht. Wenn du also hier irgendwie veranlagt bist, vielleicht schon drin steckst oder irgendwie dazu neigst, dann lass dir hier unter dieser Nummer kostenfrei helfen, quatsch mit denen, lass dich da ein wenig beraten und lass am besten gleich die Finger von dem ganzen Zeug. Natürlich, es gibt hin und wieder mal jemand, der gewinnt, aber am Ende des Tages verlierst du hier nur dein Geld und je mehr du verlierst, desto mehr willst du gewinnen und am Ende des Tages bist du in dem Kreislauf gefangen, kommst nicht mehr raus und hast vielleicht dein ganzes Leben zerstört. Dementsprechend Finger weg von dem ganzen Glücksspielgedöns, aber du fragst dich berechtigterweise natürlich, warum erzähle ich dir das Ganze? Denn das Unternehmen, das ich dir vorhin ja vorgestellt habe, beziehungsweise dir gesagt habe, dass du dir vorstellen sollst, handelt es sich um ein Casino. Und jetzt eben der Hinweis, du weißt, du sollst nicht dran teilnehmen, du sollst auch nicht spielen und ich werde dich niemals dazu irgendwie animieren. Im Gegenteil, ich möchte, dass du davon definitiv Abstand nimmst, aber es gibt trotzdem Leute, die natürlich das Ganze gerne betreiben. Und warum solltest du davon nicht profitieren? So zum Beispiel Degenwin, das Ganze ist eben so ein Online-Casino, wo man theoretisch das ganze Zeugs machen könnte, eben hier oben über diesen Zutrittsbutton, was auf Web3 schon basiert und auch mit Kryptowährungen funktioniert. Wir möchten uns da aber nicht genauer das Ganze anschauen, wir möchten das Ganze auch nicht machen, denn es geht, wie du hier siehst, um den Airdrop. Das heißt, dieses Online-Casino ermöglicht einen Airdrop, wo du die hauseigene Kryptowährung bekommst. Jetzt denkst du dir natürlich, warum sollten die das machen und warum sollte ich da vor allem mitmachen? Das Ganze ist recht simpel. Das Unternehmen macht es hauptsächlich aus einem Grund und zwar, sie möchten Werbung machen, damit sie natürlich noch mehr Geld verdienen. Wie funktioniert die Werbung? Ich erzähle es dir, du erzählst es deinem Kumpel und so weiter und so fort. Und warum? Dazu natürlich gleich nochmal mehr. Und warum möchten die am Ende des Tages Werbung machen? Weil sie natürlich Geld brauchen. Warum brauchen sie Geld? Weil sie unterschiedliche Sportler unter Vertrag nehmen möchten und so natürlich dann auch dort nochmal Werbung machen können und dafür benötigt man logischerweise Kapital. Soweit also zum Verständnis. Du kannst also hier bei dem Airdrop teilnehmen. Es sind über 1 Million Dollar im Pott und jeder bekommt dann an Tag X Summe X. Wie kommt man zu der Summe X? Im Endeffekt ganz einfach. Du gibst hier einmal deine E-Mail-Adresse an und dann hier eine BSC-Wallet-Adresse. Und dann siehst du auch hier schon mal die Punkte und wenn du dich vielleicht nochmal zurückerinnerst an Grizzlyfy, da hat das Ganze genauso funktioniert, denn du kannst hier Punkte dazu verdienen. Wenn du dich über den Link anmeldest, also im besten Fall über meinen, den findest du natürlich unten in der Videobeschreibung, dann würde ich 5 Punkte erhalten. Erzählst du das deinem Kumpel, er meldet sich über deinen an, dann erhältst du auch diese 5 Punkte. Dann kannst du hingehen, auf Telegram denen folgen, dann gibt es 4 Punkte, auf Twitter gibt es 3 Punkte, wenn du dann etwas retweetest, gibt es auch nochmal 3 Punkte, wenn du denen auf Insta folgst, gibt es eben auch 3 Punkte, auf TikTok gibt es 3 Punkte
und auf YouTube gibt es auch nochmal 3 Punkte. Du siehst, man bekommt einiges an Punkten und wenn wir dann mal hier runterschauen, dann siehst du, okay, es gibt hier bei den Top 10 doch einige Leute, die wirklich viel Werbung dafür machen scheinbar, denn sie haben doch ordentlich was an Punkten gesammelt. Vielleicht schaffen wir es auch in die Top 10, dann würde ich mich natürlich sehr freuen und natürlich auch einen gewissen Punkt wieder zurückgeben, damit natürlich auch die Community davon hat, aber ich rechne da jetzt nicht unbedingt mit drauf. Wie funktioniert das Ganze? Im Endeffekt, du sammelst die Punkte, je mehr Punkte, desto mehr Münzen für dich. Dann siehst du auch nochmal, wie du das Ganze boosten kannst. Natürlich, je mehr Leute du einlädst und so weiter und so fort. Lass dich hiervon nicht abschrecken. Hier geht es eben um das Casino, wo du auch online dran teilnehmen kannst. Wir distanzieren uns aber davon und du solltest definitiv da die Finger davon lassen. Das nochmal eben hier für dich als Hinweis. Dann gibt es auch noch einen Bonus. Dann hast du auch nochmal hier die Duration, wie das Ganze abläuft. Du siehst auch nochmal, dass das Ganze am 25. Mai gestartet ist. Und du siehst, es geht so lange, bis 342 Milliarden Token geclaimed worden sind. Und du siehst auch nochmal, wie funktioniert das Ganze. Das Ganze funktioniert je nachdem, wie viele Punkte du hast. Hier 1 ist 12 Punkte. 12 Punkte, wenn du dir also mal anschaust, okay, ich gehe jetzt einfach mal hin und sage mal, okay, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Wenn du die 4 Punkte erledigst, dann hast du 12 Punkte und bist schon in Tier 1. Was erwartet dich in Tier 1? In Tier 1 bekommst du 100 Usto und 3000 DGW Token. Das sind eben diese 2 Token, die du hier auf der Seite bekommst. Was die können, wie sie funktionieren, das können wir uns gerne nochmal in einem separaten Video anschauen. Das würde den Rahmen sprengen, aber die 2 gehören zu dem Haushalt mit dazu und die benötigst du. Dann Tier 2 ist schon ein wenig schwerer zu erreichen, denn hier benötigst du 27 Punkte. Wenn wir jetzt mal hochgehen und schauen, okay, wir hätten jetzt hier rein theoretisch 5 mal 3 Punkte, also 15 plus 4 sind 19. Wenn du dann eine Person einlädst, bist du bei 24, sprich du müsstest 2 Personen einladen und das alles erfüllen, dann wärst du schon in Tier 2, was doch ziemlich machbar ist. Im Endeffekt kannst du dir auch selbst das irgendwie zusammenbasteln, ohne hier jemanden auf blöde Ideen bringen zu wollen und dann hast du schon hier Tier 2 erreicht und bei Tier 2 siehst du, gibt es 10.000 DGW Tokens und bei Tier 3 62 Punkte, da kannst du dir selber mal ausrechnen, wie viele du benötigst, wird es 17.000 Token pro Person geben. Sprich, wenn du also 62 Punkte hast, dann bist du auf Platz 1 im Endeffekt und bekommst auch hier sozusagen den Hauptgewinn. Ist natürlich eine schöne Sache und du siehst dann auch nochmal hier den Token Supply, aber wir können uns das Ganze auch nochmal hier auf Docs anschauen. Du siehst das Ganze hier einmal kurz erläutert, was immer schön ist. Du siehst, bei mir ploppt es auf. Du kannst das Ganze dir auch auf Deutsch übersetzen lassen, wenn du einen Browser nutzt. Ich zum Beispiel Brave und Chrome, die übersetzen das ziemlich gut und dann weißt du, wie es hier geht. Du hast auch nochmal dann hier einmal die Fee-Struktur und du siehst dann, wie das Ganze hier nochmal aufgebaut ist. Du siehst das mit den ganzen Banken. Du siehst dann auch nochmal, dass diese Core-Token dann auch zurückgekauft werden und geburnt werden. Du siehst aber auch, dass die DGW zurückgekauft und geburnt werden. Was möchte ich dir damit sagen? Am Ende des Tages ist es also wahrscheinlicher, dass die Münze mehr als weniger wert wird und du siehst, dass du dann auch nochmal verschiedene Staking-Rewards und Co. bekommst und du siehst auch nochmal hier, dass es eben 25% ans Marketing rausgeht. Du siehst also, du kannst hier wirklich kostenlos an dem Unternehmen teilhaben, ohne irgendwas investieren zu müssen. Du siehst also, dass du hier mit sehr geringem Risiko doch wirklich was erreichen kannst. Und hier auch nochmal ganz kurz das Disclaimer, weil es mir wirklich sehr am Herzen liegt. Wie gesagt, davon abgesehen, dass das Ganze weder eine Anlageberatung noch eine Anmeldeberatung ist, du siehst wirklich, du investierst hier lediglich in ein Unternehmen, was mit Glücksspiel zu tun hat, du selbst aber damit zu keinem Zeitpunkt in Berührung kommst. Falls du trotzdem hier Hilfe brauchst, wie gesagt, melde dich bitte bei BZGA, damit dir hier geholfen wird. Aber das ist ganz normal wie auf dem Aktienmarkt auch. Du kannst auch in die Rüstungsindustrie investieren, obwohl du trotzdem total gegen Krieg bist. Warum solltest du nicht hingehen und daraus profitieren, weil jemand anderes irgendwo sein Geld da lässt? Du siehst also, die lassen das Geld eben hier liegen und du profitierst davon und warum sollte das eben nicht der Fall sein? Wie gesagt, die fahren hohe fünfstellige Beträge. Je mehr sich das Ganze rumspricht, je mehr Nutzer die haben, umso höher werden die Beträge, umso mehr wirst du im besten Fall bekommen. Du siehst, das Ganze ist ein Airdrop, das Staking gibt es noch nicht, dementsprechend kann dir keiner aktuell sagen, wie hoch die Dividenden sein werden. Aber wie heißt es so schön, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul und an der Stelle bin ich der Meinung, kann man das Video auch zu Ende bringen. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen und vor allem auch geholfen. Wenn du mich unterstützen magst, unten in der Videobeschreibung gibt es natürlich den Link, da würde ich mich sehr drüber freuen und dann soll es auch mit dem Video schon gewesen sein und wir sehen uns dann selbstverständlich zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner.
Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's fact.